Moin, Video für zwischendurch. Heute geht's um Werkzeug, das ich so verwende. Da fragen oft Leute nach und heute gucken wir uns das mal an. Aber bevor wir so richtig einsteigen, ich bin der Typ, der regelmäßig Videos darüber macht, wie du selbst deine Motoren instand setzen kannst. Wenn du neu auf dem Kanal bist oder ich dir helfen konnte, dann abonnier doch gleich mal den Kanal, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich bin euch aber ja noch eine kleine Verlosung oder Auslosung schuldig. Und das Video mit dem Gewinner blende ich jetzt hier eben einmal ein. Das habe ich über einen Random Comment Picker nach meinen Kriterien ausgewählt. Ich hatte ja in der Videobeschreibung geschrieben, dass derjenige, welche der daran teilnehmen möchte, ich will Schmatze bitte in die Kommentare schreiben muss. Wer das nicht getan hat, ist leider raus. Auf jeden Fall blende ich euch das Video jetzt hier eben einmal ein. Und der Gewinner kann sich dann bitte bei Instagram bei mir melden und bekommt dann die zwei Schmatzepötte zugeschickt. An die anderen vielen lieben Dank für die Teilnahme. Und wenn ich ihr wärt oder wenn ich du wäre, würde ich das heutige Video mal bis zum Ende gucken. Und dann sehen wir mal, was da dann passiert. Ja, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner oder die Gewinnerin. Und jetzt steigen wir ein. Ey, wo fangen wir mit an? Mit meinem Lieblingswerkzeug. Mein Lieblingswerkzeug. Also, ich habe ohne Ende Werkzeug. Wie ihr sehen könnt, die ganze Wand hängt voll. Hier in den Schubladen ist was drin. Mal mehr sortiert, mal weniger. Hier ist ohne Ende drin. Wir müssen das wahrscheinlich in zwei oder sogar drei Teile aufteilen, je nachdem, ob euch das interessiert oder nicht. Wir fangen an mit einem ganz, ganz wichtigen Werkzeug. Meiner Meinung nach, das ist der Messschieber. Den nutze ich für quasi alles, was messgeschoben werden muss. Versteht ihr? Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Damit kann man halt die Stärke von Material messen. Oder die Dicke oder die Tiefe oder das Innenmaß oder Außenmaß. Damit kann man halt messen. Ja, ich weiß nicht, was ich da viel zu sagen soll. Wichtiges Ding. Ich habe den von MitoToyo, weil ich ein Idiot bin. Ich habe festgestellt, dass mittlerweile die günstigen genauso genau sind wie die teuren. Damals war das anders. Mittlerweile die Toleranzen, die sind so klein geworden, sage ich mal, dass die zu vernachlässigen sind in unserem Bereich, wo wir hier sind. Wir müssen ja nicht auf ein Hundertstel bzw. auf ein Tausendstel genau arbeiten. Und da würde es auch ein günstiger tun. Da kommen wir nachher nochmal zu. Ganz praktisch, wichtig, braucht man in jeder Werkstatt. Lieblingswerkzeug Nummer 2. Also ich gehe jetzt erstmal so nach meinem, was ich so am meisten benutze. Und dann kann ich in späteren Videos ja nochmal darauf eingehen, was ich sonst noch so habe. Hammer! Mein absoluter Favorit, und das sieht man auch, der ist schon oft und viel benutzt worden, ist der Schonhammer. Schonhammer hat den riesen Vorteil, dass du damit auf, wie soll ich sagen, auf Wellenstümpfe von Kurbelwellen zum Beispiel draufschlagen kannst oder generell überall draufschlagen kannst, ohne da wer weiß wie viel kaputt zu machen, weil das Kunststoff eben weicher ist als das Aluminium beispielsweise. Wenn wir auf Gehäusedeckel draufschlagen, um die zu passend zu machen, das würde mit so einem Hammer dann anders aussehen. Da würde man sich Macken reinhauen. Das passiert hiermit nicht. Auch einer der wichtigsten Gegenstände und meist benutzten Gegenstände hier bei mir in der Werkstatt. Dann klassischer Hammer, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Gehen wir weiter. Was benutze ich denn sonst noch enorm oft? Schraubendreher. Ganz stinknormale Schraubendreher mit Seele, wo man hinten mal draufschlagen kann, wenn sich eine Schraube festgefressen hat. Vielleicht mache ich da mal so ein, wie soll ich sagen, so ein Erklärvideo zu, wie man feste Schrauben wieder lösen kann. Sämtliche Farben, Formen und Variationen davon vorhanden. Könnt ihr da auch sehen. Einmal von Veraun, einmal von Würzebra. Gute Schraubendreher. Noch keine Nasen rausgebrochen oder sowas. Genauso wie die von Vera kann ich nur empfehlen. Dann nächstes Lieblingswerkzeug. Kleine Knarre. Oder kleiner Ratschenschlüssel oder kleine Ratsche, wie auch immer man die nennen will. Die ist von Topkraft. Ich weiß nicht, ob ihr es da drauf lesen könnt. Die habe ich mal von meiner Oma irgendwann mal zum Geburtstag bekommen. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Entweder war ich 14 oder 15.
Das ist fast 15 Jahre her, meine ich, dass ich die bekommen habe und die funktioniert immer noch. Auf dem kleinen Scheißding habe ich drauf gestanden. Das kleine Scheißding habe ich durch die Gegend geworfen. Das hat Jahre an Wutausbrüchen und an Schraubereien mitgemacht. Das ist eines der besten Werkzeuge, was ich je gehabt habe, obwohl es von Aldi kam damals. Mittlerweile kann man das Werkzeug von Aldi leider vergessen, aber früher war das richtig, richtig gut. Die Knarre habe ich, wie gesagt, schon immer, die war damals schon fein verzahnt. Da war dann so ein Set dabei mit Nüssen, die könnt ihr da jetzt links sehen. Und sehr, sehr geiles Werkzeug. Ich würde auch nie auf den Bolzen kommen, mir hier was anderes zu kaufen. Solange wie ich die habe, werde ich die auch nutzen. Wahnsinnig gut. Also wer so einen alten Topkraftkasten noch zu Hause rumfliegen hat, so einen kleinen und den gerne loswerden möchte und den nicht braucht, ich würde ihm den abkaufen. Ich würde davon noch eine auf Ersatz haben wollen. Unfassbar gut von früher, von Aldi. Wirklich wahr. Generell gilt bei Werkzeug lieber ein paar Euro mehr ausgeben und man hat was für immer. Das hat man bei Aldi damals nicht gedacht, aber die habe ich mittlerweile schon fast immer und echt, ich bin da sehr von beeindruckt. Dann habe ich zum Beispiel hier so nette Geschichten wie eine kleine, wie nennt sich es auch noch, Spitzzange und eine gekröpfte davon in kleinen. Die ist gut für Kolbenringclips, Kolbensicherungsbolzenclips oder wie auch immer die heißen. Die kann man damit schön packen und einen kleinen Seitenschneider von Knipex braucht man. Kann man gerne mal ein paar Euro rein investieren. Dann kommen wir zu so Sachen wie Wasserpumpenzange. Auch von Knipex, die habe ich in klein und in groß, also kleiner und größer. Eine große für sämtliche Sachen, wie zum Beispiel Lagerinnenringe, die schnappe ich damit, setze die damit drauf. Und die kleine ist gut für Passhülsen und sowas. Die kann man dann mal so schön schnappen. Brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen, ne? Also, wie ihr sehen könnt, ich gebe für mein Werkzeug Geld aus, wobei ich die beiden geschenkt bekommen habe. Das auch und den auch. Also einen ganz großen Teil davon habe ich mir gar nicht gekauft. Der ist mir irgendwie über die Jahre dann mal zugekommen. Dann habe ich hier sowas Nettes von Knipex. Das ist im Prinzip ein verstellbarer Maulschlüssel. Nur, dass man das dann hiermit greifen kann. Sehr, sehr praktisch, wenn man mal verschiedene Dinge gegenhalten muss und nicht ständig hin und her rennen will, um irgendwelche Knarren und sonstige Sachen zu holen. Jeder kennt das, man will irgendwo eine Schraube lösen und stellt dann fest, ach scheiße, die ist gekontert mit einer Mutter. Dann bist du am überlegen, welche Schlüsselgröße brauche ich denn jetzt, willst du die auch nicht mit alle mitschleppen. Und dann nimmt man den Vogel mit hier. Super geiles Patent, ist auch patentiert von Knipex, glaube ich. Ja, steht auch drauf. Macht mir sehr viel Freude, damit zu arbeiten. Dann habe ich hier zum Beispiel so eine Spezialzange. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die hat so ein Krokodilgebiss. Und die hat die Eigenschaft, egal wie man damit eine Schraube greift, so oder so von oben, dass wenn man Schrauben hat, die festsitzen, diese Verzahnung greift sich quasi da drin fest und man kann die mit der Zange dann lösen, obwohl kein Kopf mehr drauf ist. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, auf jeden Fall funktioniert das ganz fantastisch. Die nutze ich auch sehr gerne, deswegen hängt die hier auch direkt vor der Nase. Man hat öfter mal das Problem, dass man mal eine Schraube abnutzt und dann kann man die hiermit noch packen. Sehr viel Spaß. Sägeringzange und andere Seitenschneider wollte ich, glaube ich, nicht drauf eingehen. Dann habe ich hier in meinem näheren Dunstkreis noch sowas hier stehen. Das sind Stehbolzenausdreher. Wer die nicht kennt, das funktioniert folgendermaßen. Da sitzt irgendwie ein Mechanismus drin, der zupackt, sobald man ihn dreht. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So funktioniert das. Dann steckt man die auf den Stehbolzen auf und kann den dann ganz einfach rausdrehen, ohne da groß mit zwei Muttern zu kontern. Erleichtert einem das Leben manchmal enorm. Dann habe ich hier noch so Geschichten rumstehen wie Schlagschraubenzieher oder Schlagschraubendreher. Das funktioniert folgendermaßen. Das Ding hat einen Mechanismus. Ich hoffe, ich kann euch den zeigen. Dieses untere Stück lässt sich drehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schraube habe, die fest sitzt, dann stecke ich das da rein und schlage da mit dem Hammer drauf. Und während ich schlage, dreht sich das Ding und dadurch kann man festsitzende Schrauben lösen. Sehr, sehr praktische Angelegenheit. Auch gut investiertes Geld. So ein Schlagschraubendreher. Hat mir schon so manche Frustration erspart. Ja, dann kommen wir nochmal zu diesen klassischen Sachen. Akkuschrauber, brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Mein Knattermax von Einhell, den habe ich auch schon ewig.
Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Den habe ich mal aus Versehen auf eBay ersteigert für 40 Euro. Und der macht seitdem einen Top-Job bei mir. Und dann habe ich noch den großen Knattermax. Den 1000 Newtonmeter oder was der kann. Die braucht man nie. Aber ist halt schön, ne? Wenn man faul ist, stellt den runter. Man kann hier die Stufen einstellen, stellt den runter und kann damit quasi alles lösen. Man sollte da nur nichts mit festziehen. Sonst ist das ganz schnell mal ab. Ja, kurz aufräumen. Dann haben wir natürlich eine Menge von diesen ganzen Spezialwerkzeugen für die verschiedenen KTM-Modelle. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Da würde ich gerne mal so eine Spezialfolge für machen. Also Spezialwerkzeug Spezial oder so. Hänge ich das da jetzt mal wieder hin. Dann haben wir hier so nette Sachen, wo ich öfter nachgefragt werde. Das ist nämlich dieses hier. Das sind meine Lagerklöppel. So nenne ich die. Und ich werde mal versuchen, ob ich dieses Set nicht noch irgendwo finden kann und werde euch dann den Link unten in die Videobeschreibung packen. Wenn ich das vergessen sollte, tut es mir leid. Die haben lustigerweise die Eigenschaft, von den verschiedenen Lagern die relativ genauen Durchmesser zu haben. Und wenn nicht, dann kann man die auf dem Außenring hin und her schieben und dementsprechend dann damit eintreiben. Also, wer das noch nicht gesehen hat, das funktioniert folgendermaßen. Man steckt die da rein, hält das auf das Lager und kann das dann vernünftig gerade, weil das, ja, Plan will ich nicht sagen, aber eine relativ gerade Oberfläche ist, dann schön damit Lager eintreiben. Und die haben, wie ich schon sagte, die fast genauen Durchmesser von den verschiedenen Lagertypen. Das ist super praktisch, das Werkzeug. Und ich arbeite da sehr, sehr gerne mit. Wenn ich das Set wiederfinden sollte, dann werde ich mir da auch noch ein zweites von zulegen. Einfach um mal eins auf Ersatz zu haben, weil dieses hier schon ziemlich gelitten hat. Dann kommen wir zum nächsten, meiner Meinung nach relativ wichtigen Werkzeug, wenn man so Geschichten macht, wie ich die mache. Das ist eine MiTuTOYO-Messuhr. Die ist digital, macht das Ablesen ein bisschen einfacher. Die ganze Geschichte, ich bin da sehr zufrieden mit. Die lässt sich kalibrieren und auch eichen, wenn man möchte, dass sie 100% genau ist. Aber für die Zwecke, um mal ein Axialspiel damit zu messen, reicht das so vollkommen aus. Da muss ich nicht jedes Jahr hinterherrennen, dass die geeicht oder genau genug ist. Ganz, ganz wichtiges, tolles Werkzeug sollte man immer haben. So, und solltest du das Video bis zum Ende geguckt haben, wir machen nämlich jetzt hier Schluss. Ich habe so viel Werkzeug, da machen wir nochmal einen zweiten und nochmal einen dritten Teil von. Das muss für heute einfach reichen. Ich kann hier auf so viel, so lange eingehen, das machen wir nicht. Dann habt ihr erstmal so einen groben Überblick an so Grundwerkzeugen, die man da haben sollte, wenn man diese Geschichten macht. Auf die speziellen Sachen, die ich sonst hier so rumfliegen habe, gehen wir dann beim nächsten Mal drauf ein. Was ich sagen wollte ist, wenn du bis zum Ende geguckt hast, dann sollte das nicht dein Schaden sein. Auch in diesem Video verlose ich wieder etwas für die treuen Zuschauer unter euch, nämlich einmal ein Messschieber von der Firma Wabeco. Die sind sehr genau, die sind sehr gut, die sind für die Einsatzzwecke, die ihr so habt, vollkommen ausreichend. Und ein Schonhammer, der ist sandunterstützt. Das soll als kleine Unterstützung für die jeweiligen Welchen unter euch dienen und nutzen, die sonst nicht unbedingt die Mittel haben, sich sowas anzuschaffen. Und deswegen verlose ich hier für einen von euch die beiden Sachen. Was ihr dafür tun müsst, ist wie beim letzten Mal ein Kommentar hinterlassen. Genauere Beschreibung dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Jo, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Freude dran. Sollte dir das Video gefallen haben, dann lass mir doch einen Daumen da. Und dann würde ich sagen, das Ende kennst du ja bereits. Wenn du da oben klickst, kannst du dir ein Video angucken, das ich dir vorschlage. Wenn du da unten klickst, kannst du dir ein Video angucken, was YouTube denkt, was du noch gerne sehen wollen würdest. Und wenn du da klickst, kannst du abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.